Die Saison hätte schon vorbei sein können, obwohl sie noch gar nicht begonnen hat. 9 Punkte wollte der DFB den Mannheimern abziehen. Das fand das Sportgericht zu viel. Aus 9 macht 3. Ein vermeintlich guter Tag für den Waldhof. Markus Kompt, der Geschäftsführer, sagte: Ich glaube, wir können zufrieden sein, dass wir es auf 3 Punkte reduzieren konnten. Nichtsdestotrotz sehe ich es als falschen Bestrafungsansatz, so in den sportlichen Wettbewerb für die neue Saison einzugreifen, nur aufgrund von Fanausschreitungen. Jetzt werden wir höchstwahrscheinlich in Berufung gehen. Rückblick. Im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die dritte Liga haben Chaoten des SV Waldhof für einen Spielabbruch gesorgt. Pyrotechnik und Feuerwerkskörper statt Fußball. Ruhe kehrte an diesem Sonntag nicht mehr ein. Und alles nur wegen einer Handvoll Unruhestifter. Gut, generell muss man mal sagen, dass die Fans uns immer super unterstützt haben, dass das auch irgendwo der 12. Mann war, dass wir da auch froh sind, dass wir die haben. Und dann sollte man auch jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Das darf man nicht machen. Wir haben super Fans und leider hat es da jetzt ein paar gegeben, die gedacht haben, sie müssen was Besonderes machen. Das haben sie getan, haben uns da riesen Schaden zugefügt. Aber wir können jetzt das nicht auf alle umwälzen. Mit einem Maßnahmenkatalog hat der Verein auf die Zustände reagiert. Beispielsweise wurden Blöcke voneinander getrennt und Vorteile verschiedener Gruppierungen eingeschränkt. Früh haben die Verantwortlichen aber versucht, den Fokus wieder auf die kommende Regionalliga-Saison zu richten. Ich denke mal, dass wir mit den 5 Neuzugängen sehr gute Spieler dazu bekommen haben, qualitativ. Und müssen sich jetzt an das Training gewöhnen. Bei uns wird sehr professionell gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Vereinen dann auch so ist. Aber wir haben gute Jungs dazu bekommen und das Größte steht bei uns. Dank der nicht so gravierenden Strafe sind die dunklen Wolken über dem Alsenweg ein wenig verzogen. Auch wenn über eine etwaige Berufung nachgedacht wird.